Alle Kuhnfreunde sofort zum Kuhnversteck. Wiederhole, alle Kuhnfreunde sofort zum Kuhnversteck. Und damit hallo und herzlich willkommen zurück bei South Park. Wupp, wupp. So, es geht direkt los. Wir sollen zum Kuhnversteck. Ist es Zeit für Blitzkrieg? Ja, ist es. So. Wir sollen... Nein, da ist nicht das Kuhnversteck. Sondern hier. In der Zeit hätte ich vielleicht 7 Millionen Selfies gemacht, Minimum. Hallo. Ja, hier würde ich gerne hin. Recht schaffen. Los geht's. Bitteschön. So, und ich möchte am Anfang der Folge sagen, dadurch... Hallo, Neuer. Dass wir uns kennenlernen. Ich bin Mr. Syndikatschef Obermotz. Und du forderst ständig meine besten Leute an. Sind wir zwei denn so verschieden? Wir wollen beide das Beste für die Stadt. Ich weiß, du hast sicher zu tun, aber komm doch mal auf einen Plausch bei mir vorbei. Ich bin bei den Sodo-Sopa-Ruinen. Mal ehrlich, was haben dir die Kuhnfreunde schon zu bieten? Okay. Ja, ich wollte eigentlich sagen, erstmal, ganz am Anfang der Folge, dadurch, dass letzte Woche leider kein South Park, hochgeladen wurde, gibt es für die ersten Tage 2 Folgen am Tag. Ich hoffe, ihr freut euch natürlich und hoffentlich kann ich das damit etwas wettmachen. Leider konnte ich, als ich in Dubai war, keine Aufnahmen machen, weil South Park nicht auf meinem Rechner lief, den ich da hatte. So als kleine Erklärung mal. Aber wir sollen jetzt erstmal hier... Wir gehen jetzt erstmal hier ins Versteck. Mal gucken, was die hier sagen. So. Keine Mädchen. Dumme. Erlaubt. So. Da ist ja auch Furzkiste. Komm, setz dich. Hallo. Ich will mich doch setzen. Der Kunststore wurde aktualisiert. Ach, du solltest vorbeischauen. Quatsch. Das will ich doch gar nicht. Immer wieder gern. Setzen. So, jetzt. Kuhnfreunde, diese düstere Zeiten. Wir wissen jetzt mit Sicherheit, dass die vermisste Katze Scrambles Teil einer Verschwörung ist. Nee. Wir wissen außerdem, dass die scheiß Freedom Pearls mehr Infos über diese Verschwörung haben als wir. Fuck! Was? Dann sollten wir einfach aufgeben, Leute. Vielleicht haben die Freedom Pearls ein besseres Superhelden-Franchise als wir. Oh oh. Hey, was laberst du da, Mosquito? Die Freedom Pearls sind uns nur gerade eins voraus, weil sie verfickte Betrüger sind, die sich kaufen lassen. Aber die Freedom Pearls haben Dr. Timothy, der Gedanken lesen und die Realität verändern kann. Aber nur, weil er das gesagt hat. Beim Superkräfte-Ausdenken hat er gesagt, ich habe die Macht, fucking alles zu machen. Findest du das fair? Wir müssen ab jetzt genauso mies sein wie die. Wir müssen wissen, was die Freedom Pearls wissen. Und warum sollten die Freedom Pearls uns helfen? Wir schicken einen Spion. Jemand von uns, der so tut, als würde er zu den Freedom Pearls überlaufen. Jemanden, den sie nicht so gut kennen. Wunder Arsch tritt den Freedom Pearls bei und checkt mit ihnen dann das Gemeindezentrum aus. Hoffentlich ist der Neue ein guter Lügner. Ihr Sicherheitssystem kannst du nicht austricksen. Die ändern jeden Tag... Ich krieg Wunder Arsch da rein. Ich hab Hackerfähigkeiten. Ich bin ein Gadgetmeister und super mit Technik-Scheiß. Keine Chance. Du sagst es nur, aus dem Platz zu kommen. Lass ihn raus. Wunder Arsch braucht ihn. Echt? Na gut. Bringt Wunder Arsch in die Basis der Freedom Pearls. Okay. Los geht's. Sollte er dir komisch kommen, töte ihn. Okay. Okay. Oh, oh, oh. So. In Butters Haus. So, jetzt müssen wir erstmal wissen, wo Butters Haus ist hier. Erstmal gucken, wo Butters Haus ist. So. Karte. So. Wo ist denn Butters Haus? Okay, einen dran. Gut, wissen wir Bescheid, Leute. Dran. Bereit mit mir, die Freedom Pearls zu hintergehen? Gut, komm, ich muss noch hereinspaziert in die Chaoskammer. Die Schrecken da drin wirst du nie mehr vergessen. Sieht echt ganz schön aus. Ich hab dich aufgeräumt, pass auf, wo du hintrittst. Okay. Nein, nein, nicht das Richtige. Was ist das? Nein. Nein. Oh, na also. Mein Lakai. Na, bereit, ein paar Steuerkonsolen zu hacken? Okay, ab zur Basis der Freedom Pearls. Butters! Wo bist du gewesen, junger Mann? Oh, hey, Dad.
Ich war nur mit meinem Homie hier unterwegs. Echt? Du bist gestern Abend nicht nach Hause gekommen. Wir haben uns solche Sorgen gemacht, dass wir kaum unseren Spielfilm genießen konnten. Mir leid, Dad. Mein Homie und ich wollten wirklich nicht. Komm mir ja nicht mit, tut mir leid. Und du? Wer bist du überhaupt? Oh. Du musst was sagen. Kapierst du das nicht? Ich hab dich was gefragt. Wer bist du? Bitte. Bitte, tu das nicht. Jetzt reicht's. Butters, du hast Hausarrest. Und das gilt auch für deinen Klugscheißer-Kumpel. Voll nicht. Das kann er nicht machen. Und so saß Professor Chaos für den Rest seiner Tage in einem Hochsicherheitsgefängnis. Oh Gott, mein Dad wird extra sauer sein, wenn er merkt, was du hier machst. Hausarrest Blues. Ich hab den Hausarrest Blues. Er hat den Haus. Ich glaube, ich gebe mir den Schuss. Ja, mach mal. Wenn du, mein neuer Homie, es nicht tust, hör auf! Nein! Okay, was gibt's denn hier alles so? Nehmen. Du kannst dir meine Sachen leihen als Teamkamerad. Sammle für den Lakaien. Beschaff dir was? Tut mir echt leid, dass wir hier festsitzen. Au. Okay, wir nehmen ganz viel Kram. Lakaienumhang. Die Folie des Raketenschiffs. Wie kann ich das denn ohne ihm hier zu quatschen, ja? Hallo? Mein Dad hat ein neues Schloss angebracht. Oh. Mit diesem elektronischen Schloss an der Tür brauche ich noch nicht mal dran denken, abzuhauen. Doch, wir kriegen das hin. Ah ja, ich weiß wie. Nein, ich will das halten, Mann. Du laberst mir nämlich zu viel, mein Freund. Zack und zack. Lakaien Flügel. Und jetzt noch den Hamster. Wo ist denn Mr. Hamster? Da drin. Wir halten das mal wieder. Und packen das. Hallo. Am besten davor irgendwie, falls es geht. Und nehmen uns den Hamster. So. Und jetzt muss ich hier craften. Jetzt muss ich eben mal schauen. Tab war das. So, Crafting. Ich habe das schon etwas länger nicht mehr gespielt, deswegen müsste ich mal hier eben schauen. So. Herstellen. Boah, wir sind Crafting Rang 10 jetzt. Wer weiß, ob das überhaupt gut ist. So, sehr gut. Und jetzt? Entkomme aus Butters Haus. Okay. Ha. Wir nehmen... Wie mache ich das denn jetzt, Mr. hier? Gesperrt. Das ist ein neues elektronisches Schloss. Das hat mein Vater installiert, weil ich während des Arrests einmal aufs Klo wollte. Weil ich während des Arrests einmal aufs Klo wollte. So. Wie macht man das denn jetzt? So, jetzt haben wir hier den... Wo ist es denn jetzt? Unsere... Wo finde ich den denn jetzt? Hier nicht. Missionsgegenstände geht nicht mehr. Der Artefakt ist es ja, kann das ja gar nicht sein. Okay, Rüste einfach Artefakt. Ja, das wollen wir jetzt aber jetzt gerade nicht machen. Ne. Okay, anscheinend müssen wir das jetzt machen. Ansehen und bearbeiten. Was kann man denn sonst noch machen? Wir wollen ganz viel Schaden auf jeden Fall. Ich habe leider nicht so viel Ahnung von diesen Artefakten. Oh! Hassspiele, das nehmen wir. Oh, man kann total viel hier machen. Ich glaube, das steht auch schon oft in den Kommentaren. Von wegen, mach mal deine Artefakte, bla bla bla. So. Okay. Was gibt's denn noch?
Schauen wir vorne. Nehmen wir das mal. Why not? So, jetzt können wir hier noch was machen. Mondmodell. Okay, was gibt's noch? Die Wörterkette. Mal, das ist keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, Leute. Keine Ahnung. So, wie komme ich jetzt hier wieder weg? Hallo? Ich glaube, das müssen wir auch noch machen. Fördert was? Fördert förderliches Zappeln. Oder das. Gut, dann machen wir das. Dann haben wir jetzt eigentlich alles, oder? Ja, jetzt kommen wir auch zurück. Okay. Wir wollten gucken, wie wir diesen kleinen... Nee, das wollten wir nicht. Missionsgegenstände. Hier. Und was können wir jetzt mit dem machen? Gib ihn Okay, wir sollen ihn ihm dem Professor anscheinend geben. So. Hey, was sollte das? Jetzt haben wir es auch mal hinbekommen. Drücke R, um die... Was sollen wir jetzt tun? Okay. Nein. Nein. Ich bin mir sicher, dir fällt was ein. Ja, mir fällt auch was ein. Hallo. So. Kuh. So. Zack. Übereinstimmung. Hacken. Los geht's. Was machst du da? Musst du vielleicht aufs Klo? Ja, muss ich. Ich weiß nicht. Na gut, aber pass auf ihn auf. Wir passen schon auf ihn auf. Oh nein. Oh nein. Am Ziel vorbeizuschießen ist Chaos pur. Okay. Halte es und so Marvel an und drücke dann W, um die Lakaien abzufeuern. Okay. Oh. Oh, falsches. Hat's geklappt. Wuhu! Yippie! Das arme Meerschweinchen. Alter, dein Arsch hat ja echt was auf dem Kasten. Wo ist das Meerschweinchen? Hacken. Los geht's. Wir müssen schnell laufen. Aber, schnell. Aber das ist unmöglich. Ich hab dir Hausarrest erteilt. Wie kannst du da jetzt hier sein? Ich war das nicht, Dad. Das war der Neue. Du hast irgendwie die Fähigkeit, Hausarrest aufzuheben? Oh mein Gott, wie kann jemand nur so dumm sein? Jeder, den du berührst, wird vom Hausarrest befreit? Deine böse Magie ist hier nicht willkommen, Finsterling. Jo, jetzt geht's los. Das ist doch jetzt nicht deren Ernst. Oh mein Gott. Wir sollen jetzt echt gegen ihn du kämpfen? Du hast Hausarrest! Keine Essen, ja, wenn du mit der Kraft ihren Hausarrest aufgehoben hast. Die Kraft Hausarrest ersetzt in diesem Fall deine ultimative Fähigkeit. Okay. The fuck? Lol? So. Man kann nur einen Je länger das dauert, desto mehr Jahre Hausarrest kriegst du. Falsch. So. Also wenn ich jetzt hier stehe, kann ich nur einen immer wählen. Ist ja bescheuert. Na gut, dann machen wir das einfach mal. Chaos ist frei! Hey, nur Erwachsene können Hausarrest von Kindern mehr, aufheben. Leute, oh hey, mein Dad, Gott. Weißt du schon, aber ich bin jetzt dein Superheld. Boah, wieso hat er 2070? Ist das krank, Leute. The fuck is going on? Chaos! Ziemlich cooler Chaosblitz, ha? Wie oft habe ich dir gesagt, du sollst nicht mit in der...
Okay. Wir wollen die Zeit, dass er das nicht machen kann. Glitschen. Ich könnte schwören, ich wollte gerade jemandem... Zeig ihnen, was du drauf hast! So, und wir wollen dich freischalten. So. Ja, kein Hausarrest mehr. Hey, nur Erwachsene können Hausarrest von Kindern Gott, aufheben. Leute, das ist geil. Okay. Ich habe ein gutes Gefühl bei der Sache. So, wir wollen ja ihn hier, ne, eine reinhauen. Okay. Hä? Zwei wollte ich mal. Oh, Mano. Wieso geht eins nicht? Ja, okay, weil er im Weg steht. Kann ich dann verstehen. Oh, cool. Das werden deine Eltern erfahren. Ja, ja, nerv nicht. So, wer ist denn jetzt? Jetzt, wenn ich dir wehtue, dann ist das Professor Chaos und nicht dein Sohn. Sehr geil, okay. Naja, wenigstens kriegt er den Schaden runter. Butters, benimm dich endlich oder ich schick dich zu deiner Oma. Oh, oh bitte nicht. Au. Das sollte dir Manieren einbläuen. So, wer ist jetzt dran? Wer will noch Hausarrest? Vielleicht ihr alle? Oh, Mann. Nope, weil ich verlasse mich auf dich. Null. So, dich halten wir auch erstmal frei, mein Freund. Captain Diabetes hat keinen Hausarrest mehr. Genau. Hey, nur Erwachsene können Hausarrest von Kindern aufheben. Oh mein Diabetes-Time. Gott. Diabetes-Time. So, was machen wir denn? Das hört sich doch ganz gut an. Okay. Also wir können irgendwie nur zwei machen. Zwei. Ist es immer noch? Nein. Warte, wenn nicht bald was passiert, kriegst du doppelt Hausarrest. Halt deinen Mund, Junge! Oh nein. Das macht mich nur noch wütender auf Butters. Oh, verflixt. Das ist geil. Oh Mann, jetzt steht der Olle wieder davor. Das ist ätzend. Okay, so. Wartet, eigentlich wäre das mit den Plätze tauschen eine gute Idee. Bin ich schon dran? Nee, bist du nicht. Das könnte brennen. So. Butters, das ist deine Schuld. Tut mir leid, Dad. Weil Plätze macht euch auf Schmerz gefasst. Hört sich immer sehr gut an. Was heißt denn nochmal zwei? Verwirrt und schockt deinen Gegner. Aber er hat dann immer noch super viel Schaden. Egal. Ziemlich schockierend, was, Herr? Butters, du vergeudest Strom. Du vergeudest Strom. Du hast Hausarrest. Verfickte Hallo. Scheiße. So welche Idioten. Was macht er denn jetzt? Das nenne ich Disziplin. Ist das geil. Wieso kann er so viel hat machen? Hat jemand von euch geflucht? Hausarrest. Nein, sowas würden wir nie tun. Okay. Schlag sie für den Kuhn, Furzkiste. What are we doing now? Wir haben leider nicht die geile Kraft. Doch, vielleicht. Du hast vielleicht Nerven, Kind. Wenigstens mein er Hammer jetzt. Wird das meine Kinder ins Chaos verwandt. Oh, jetzt haben wir eine ultimative Kraft und wir können sie nicht einsetzen, weil wir alle so doof stehen. Ich könnte ausrasten. So, was machen wir denn jetzt? Nein. Dann machen wir... Können wir überhaupt was machen? Ja, das. Toll. Bleib weiter verwirrt, alter Mann. Du hältst dich wohl für besonders schlau. Nein, aber ich bin immer ein... Oh. Nerv mich nicht. Wir haben die Teilzeit geglitscht. Oh ja, gefällt geglitscht. Dir das, Freundchen? So fühlt sich Disziplin an. Verfickte Scheiße. Ich könnte schwören, ich wollte... Ach, ich finde den Kerl toll. So, jetzt sind wir dran. Und wir entglitschen erstmal.
Kann man das auch noch irgendwie anders? Hallo? Das nervt doch. Machen wir einfach das. Das ist echt schwierig gerade, weil die stehen alle so doof. Wieso kann man das auch nur seitlich machen? Das ist so doof. Okay, dann bleiben wir halt hier und verwirren ihn weiter. Ich bin nicht so gut im Kämpfen, wie man sieht. Aber wenigstens sind wir jetzt aus dieser Zone raus. Du weißt, was du getan hast. Außerrest! Perfekte Scheiße! Okay. Bist du jetzt bereit, Anstand zu lernen? Mein Gott, der geht dann echt auf den Kopf. Wer will noch Hausarrest? Vielleicht ihr alle? Nope. Oh, das tut mir echt voll leid, Leute. Zum Glück haben wir keinen Hausarrest. Jetzt setzt was! Dieser Kerl ist nur verwirrt. Ja. Ihn nehmen wir jetzt erstmal aus dem Hausarrest. So. Ja, kein Hausarrest mehr. Hey, nur Erwachsene können Hausarrest von Kindern aufheben. Der geht ja gar nicht auf den Keks Augen oder zu, so. Kinder. Der so. Kuh macht jetzt ein paar nicht jugendfreie Sachen. You're down now. Ach ja, ich liebe Kuhns Waffe. That's the best. So, Verwirrtheit on. So, finde ich super, wenn ich verwirrt bin. Und du auch, und Freundchen, geschockt. Du hast auch Hausarrest. So ein Bullshit. Du? Wieso ist er jetzt wieder... Ah, ich hasse es. Das Man ist meine schlägt saubere nicht seine Kinder. Oh. Jetzt gibt's Hausarrest. Oh, das tut mir echt voll leid, Leute. Seid ihr Chaoten jetzt zufrieden? Das packst du schon. Oh mein Gott, er ist einfach nur so verwirrt. Wir nehmen ihn mal aus dem Hausarrest. Hoffentlich kann er uns weiterhelfen. Diabetes hat keinen Hausarrest mehr. Hey, nur Erwachsene können Hausarrest von ja, Kindern ja, aufheben. Hör auf, du brennender Mensch da. Captain Diabetes ist kampfbereit. So. What should we do? Können wir überhaupt irgendwas machen, Mann? Nehmen wir mal das. Zuckerschock! So was passiert, wenn Kinder keine Disziplin lernen. Ja, ja, nerv nicht. Ich bin jetzt bei den Guten hier, so. Bösen. Ich lass dich nicht aus den Augen, Professor. So, nerv nicht. Du nervst einfach nur. Es reicht, du hast Hausarrest. Wie peinlich. Ich könnte schwören, ich wollte... Ja, ja. Du wolltest Auf alles. Sie, Wunderarsch. Nehmen wir ihn auch mal aus dem Hausarrest? Mit unserer Superwaffe. Ja, kein Hausarrest mehr. Hey, nur Erwachsene können Hausarrest von Kindern aufheben. So. Bist du Bluter? Na, wir werden sehen. Wir werden sehen. Ja. Erzähl einfach, du hast dich beim Manscaping geschnitten. Echt? Dann mal los! Und down! Das war echt super, Leute! Verdammt, du hast lebenslang Hausarrest! Hab ich, aber es fühlt sich gar nicht so an. Hey, Leute, ich hab keinen Hausarrest, ich bin hausarrestresistent! Juhu! Nein! Herrlich. So Leute, mit diesem Kampf würde ich sagen, war es das erstmal für diese Folge.
Aber wir sehen uns ja gleich in der nächsten Stunde direkt wieder, denn wie gesagt, es gibt jetzt am Anfang 2 Folgen am Tag. Also bis gleich.